Guten Morgen, Phoenix. So, heute ist Samstag, da haben wir uns gedacht, wichtig ist, dass du dir auch mal Auszeit nimmst. Und lass uns doch mal über was richtig Cooles sprechen. Was ganz anderes? Okay. Über Überraschung. Und zwar Lieblingsfilme. Wow. Was ist dein Lieblingsfilm? Vielleicht kannst du kurz erzählen, was da drin abgeht. Und, Willst du das wirklich wissen? Erzähl mal. Willst du das wirklich wissen? Ich weiß es ja schon, aber... okay. Also, mein Lieblingsfilm ist Better Than Chocolate. Um was geht's da drin? Es ist ein relativ alter Film. Ich weiß gar nicht, von wann der Film ist. Und es geht um... Ich weiß nicht, wie ich das jetzt... Also, scheißegal. Und letztendlich geht es um ich habe keine Ahnung, ich kann ja keine Geschichten erzählen, voll schlimm. Doch, kannst du. Also. Okay, letztendlich geht es um die Liebe zwischen zwei Frauen und wie sie sich kennengelernt haben und um die verschiedenen Problematiken, die die Hauptdarstellerin quasi mit ihrer Familie dabei hat. Dass sie ihre komplette Familie zwischenzeitlich belügt quasi, um es nicht zu sagen, zu zeigen. Und am Ende geht alles schief. Und dann hat es ein Happy End. So die komplette Kurzform. Also das war doch eine gute Geschichte. Okay, was ist dein Lieblingsfilm? Also ich glaube, dass in so einem Film ganz viel Tiefe drinstecken kann. Ja. Und dadurch, dass immer... Es ist was anderes, wie wenn du einfach nur so einen Actionfilm auf dem... Also ich liebe Marvel-Filme, keine ja. Aber ich glaube, dass solche Filme mega Story haben. Mein Lieblingsfilm, habe ich dir schon erzählt, Fight Club. Fight Club, für alle die, die ihn noch nicht gesehen haben, ich finde, dass der Titel nicht wirklich treffend ist. Natürlich gibt es in dem Film einen Fight Club, den Brad Pitt und Edward Norton nachher gründen, oder besser gesagt... Na, das spoilere ich jetzt lieber nicht. Auf jeden Fall, es geht in dem Film, Edward Norton spielt die Hauptrolle und er redet sehr, sehr viel. Und mit dem Film habe ich zum Beispiel, das ist meine Geschichte damit, ich habe damit sogar Spanisch gelernt. Ja. Ich habe angefangen, mir den Film, weil der redet nonstop in dem Film. Der erzählt quasi so was, ich bin dorthin gelaufen, dann haben sie mir meine Wohnung zerstört. Also der redet nonstop in dem Film. Das ist so ein richtig krasser Film, so Thriller-mäßig. Ich liebe die Filme, wo, und deswegen spoilere ich jetzt mal noch nicht so viel, wo so bis zum Ende so die Geschichte sich immer wieder verändert. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, ich fand das krass, auch die Tiefe der Charaktere. Kannst du gar nicht sagen. Vielleicht bin ich so beeinflusst worden als Kind. Ich mag den Regisseur. Ich mag den Film aber auch. Ach, schon eine Weile her, dass ich ihn gesehen habe. Aber das hast ist du ihn cool. gesehen? Ja, ja. Ah, okay, cool. Viele Frauen kennen ihn normalerweise nicht. Und er wird auch immer so abgetan, so weil der Film hat, wie sagt man so schön, Box-Office-famous ist der geworden. Also quasi Box-Office, sagt man im Englischen so, Box-Office ist, wenn DVD und CD rauskommt von einem Film. Der ist im Kino gar nicht so gut angekommen. Ah, okay, das meinst du. Unter anderem auch, weil unter dem Titel haben sich die Leute nichts vorstellen können. Als die Menschen den aber dann daheim auf DVD gesehen haben, haben sie gesehen, was für ein geiler Film. Der ist auch gut, weil ich finde, obwohl der jetzt auch schon älter ist, diesen Film kannst du gucken. Und da passiert nonstop etwas. Also neben der Hauptgeschichte sind immer so Mini-Geschichten drin, die sie darin auch verbaut haben. Ich habe auch das Buch gelesen und auch so das Behind-the-Scenes, was sie so alles gemacht haben, um diesen Film aufzubauen. So Geschichten, weil das Buch ist viel kleiner, wie der Film aufgeblasen ist. Und so das weiter. Mit den Zeitgeschichten hat Better Than Chocolate auch. Das ist ganz cool, weil die verschiedene quasi gesellschaftskritische Themen nehmen und in verschiedenen Personen verpacken und wie die halt dann interagieren und welche Probleme und Herausforderungen welche Person mit wem eben hat. Also eine Transsexuelle ist da drin, die zwischendurch, die halt voll viele Freunde hat und dann zwischendurch an Leute gerät, die sie halt voll fertig machen. Und also diese ganzen Themen werden damit bearbeitet. Ich finde es voll gut, also ich bin ja Filmemacher, also ich finde es gut, dass wir Filme nutzen können, ein Medium, um ja auf Gesellschaftsprobleme oder so, also generell auf alles Mögliche hinweisen zu können. Und dafür ist es, auch wenn es subtil rüberkommt, so, ah, jetzt höre ich auf, jetzt werde ich zu es sollte ja nicht nach Arbeit klingen. Also, was ist dein Lieblingsfilm? Vielleicht kannst du uns ja schreiben. Schreib uns auf Instagram, phoenixnomades.com, was ist dein Lieblingsfilm und warum? Warum ist es dein Lieblingsfilm? Was hat dich da dazu gebracht? Ich würde sagen, wir sind auch schon fast bei 5 Minuten. Wir wünschen dir einen wunderschönen Samstag. Schönes Wochenende, genieße es und bis morgen. Bis morgen. Tschüssi. Ciao.